Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer YouTube 7. Und ihr habt es schon im Titel gesehen. Heute ist das Finale von Five Nights at Freddy's. Jedenfalls der erste Teil. Also vom ersten Teil ist es das Finale. Ich mache wahrscheinlich noch den vierten Teil. Also später irgendwann mal. Und im Finale mache ich alle Nächte, also alle nicht, weil es gibt ja nur eine siebte und eine sechste Nacht, die mache ich nicht. Die kommen vielleicht mal in einem Bonusvideo. Also würde ich sagen, machen wir ein New Game. Ha! Ja, die erste Nacht schon wieder. Ist schon eine Ewigkeit her, wo fast eine Woche. Ja. In der ersten Nacht kann man noch chillen. Und ihr habt schon gesehen, ich mache auch mittlerweile Thumbnails. Ja, nein, ich lasse den Phone Guy mal meine Phone Guy Sachen reden. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Blöd. Nein, also ich muss um 20 Uhr fertig sein mit dem Video und ich muss es ja noch aufnehmen und ja, wenn ich bis zur 5 nach kommen werde, das dauert eine Weile. Also ich habe eine Stunde eingeplant, nach einer Stunde höre ich auf. Nach einer Stunde aufnehmen und ich muss es ja noch schneiden. Ja, das schneiden ist nicht so anstrengend. Dann noch das Thumbnail machen. Ja, das ist ziemlich harte und strenge Arbeit. Oder hart und strenge Arbeit, das ist nicht, das ist. Das Schneiden ist zwar. Es dauert ungefähr um die Hälfte so lange wie das Video. Ich muss auf das Tablet schauen, da sind alle drin noch da. Foxy kommt auch noch nicht. Ich habe mir gesagt, die erste Nacht. Die erste Nacht ist. Hart chillig. Und ich muss ja nur die Türen abchecken. Wenn ich sehe, dass die drin noch da sind, dann muss ich nur mal die Türen verwenden. Weil wir sind dann. Spart es an sich schon Strom, dann muss ich wahrscheinlich auch. Man muss, wenn es so still ist, das ist dann natürlich mal. Oh, wie man das schrocken. Warum bist du mal besser denn? Rege. Sag jetzt nicht, die ist ja schon da und sich. Das war blöd, in der ersten Nacht schon direkt gejumpscared werden. Das habe ich selber noch nie hingekriegt. Ach, freut mich ja. Boah, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Genau, das ist schon eine Woche her, das ist mal etwas länger als eine Woche her. Also ich meine, es ist ja auch an einem Montag. Also ich nehme es auf einen Montag auf. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich da Angst hatte in der ersten Nacht. Ich habe die trotzdem First Try geschafft. Ja. Das war noch, wo ich die Lautstärke zu laut eingeregelt habe, eingestellt habe. Seine lustig. Ja. So ein Marathon so. Ja, Marathon ist ja jetzt einfach nur nach 1, 2, 3, 4 und 5. Also. Ja, 5 wäre mal jetzt.
Mit Fox ist immer noch chillig. Wir haben am Anfang immer chillig, am Schluss rennt er einen schon den Kopf ein, wenn es ein, wenn so niemand A1AM ist. Da haben wir noch ein Board schauen. Das kann ja gut sein, ich eh schon bald. Mit eh schon bald wahrscheinlich für 6 AM sein und deshalb glaube ich, ist mir. Jesus Gott, aber erschrocken habe ich mich jetzt nicht. Und es ist schon wieder vorbei, die erste Nacht. Ging schnell. Easy. Ja, yeah. Jetzt freue ich mich schon. Schon direkt die zweite Nacht. Muss ich nicht die Lampe da anfangen, wenn das so auch ist? Das ist ein Stück besser. Also. Ist denn ja auch besser? Ich muss nicht, nicht in der Pirate Cove schauen, wenn ich die Jumpscare von Foxy ständig. Nach 2 AM. Also ich hab mal gehört, man muss bei Five Nights at Freddy's 1 um Nacht, also um 3 AM nachts, also wirklich um 3 AM, also 3 Uhr nachts im echten Leben, nachts 3 und 3 AM zocken. Ich weiß nicht warum. Aber anscheinend, ich glaube, da passiert eh nichts. Jetzt hätten wir gedacht, wenn ich meine Videolänge ganz normal machen würde, dann hätte ich in Part 1 als auch die zweite Nacht noch dazu machen können. Aber ich habe damals. Ja, letzte Woche habe ich. Ich sag, nee, mach ich jetzt nicht. Verstehe ich auch. Ach du meine Güte, bin ich erschrocken. Ich muss mir, glaube ich, eh keine Sorgen machen, als ich nicht viele. Der hier. Da. Solange die da noch da. Die ist da jetzt nicht mehr, aber. Ich bin jetzt voll ungern gejumpt, aber weil das. Den Mobix hinter muss ich mal schnell da. Da, genau, da ist er. Ah. Zweiten Nacht direkt die Jumpscare werden. Was will man mehr? Weil ich diese scheiß Mobizin-Teil oben in die Ecke tun musste, weil er mich da genervt hat, dazwischen den Türen. Also Licht und Tür. Ach, meine Güte, ich hätte es fast geschafft. Meine
Ich sag's nicht. Hab zu lange gewartet. Geht er jetzt zurück? Geht er jetzt zurück? Ist ja nicht cool, ne? Wäre das cool, ja. Aber Mann, wäre es cool, wenn Foxy nicht dabei wäre. Ich glaube, dann wäre es... Ja, ich hab zu. Mir hat gewöhnt, gefallen hat völlig so in Ruhe zu spielen. Ja, mein bin ich es gewöhnt. Mitten im Zocken eigentlich gar nichts zu sagen. Also, da müsst ihr mir nicht übel nehmen. Ich mache jetzt eine Woche YouTube, hab am Wochenende nichts hochgeladen. Und dann erzähle ich etwas drüber. Warum ich am Wochenende nichts hochgeladen habe. Ich konnte am Wochenende nichts hochladen. Ja, hat er privatliche Gründe, warum ich am Wochenende nicht aufnehmen konnte. Aber ach du meine Güte, steht die gleich auch da wieder, oder was? Komm, bitte verpiss dich doch, Barney. Niemand mag dich. Mach nur Pizza. Und der hat dann da bitte. Geht mal sich ver. Boah, ich dachte schon ziemlich wieder weg. Halleluja. Nein! Okay. Und du bist weg und du sollst ab. Ach du meine Güte rum. Oh, ich schicke. Danke. Das wäre jetzt cool, wenn du mal davor gehst. Denn wir haben jetzt schon wieder Probleme. Uns geht der Strom aus. Und wie beweise ich das? Habe ich 35% bei 4 AM. Und ich habe ausgerechnet, man braucht so ungefähr, um mit dem Strom klarzukommen, ungefähr 20% pro Nacht. Und da muss man wirklich sauber spielen, um das zu schaffen. Und ich bin wieder sauber in der Zeit für sauberen Prozentzahlen. Vorbei schon. Jetzt haben wir 10% in der 5. 5M geschafft. Und 10% glaube ich. Ja, so. Mit einem Jumpscare schon. Und jetzt ist mir das Ladekabel aus der Hand geflogen. Und ich mal den Private Cove inzwischen mal jetzt sieht. Denn jetzt ist es anstrengend.
Ja, jetzt kommt der Freddy. Ach. Freddy, das finde ich so. Ja, an sich ist es ziemlich lustig. Und ein paar, also die mich kennen, persönlich, die wissen auch ganz genau, warum. Ja. Du hast eine Idee, das ist ja toll. Und die Idee ist nämlich, dass ich mich totstelle. Und dann denken die, dann denken die Freddy, Bunny, Chica und Foxy, das ist so ein leeres Endoskelett. Ein leeres Endoskelett, das Endoskelett, das ist. Übrigens die Knochen. Ein leeres Endoskelett, das gibt's nicht. Aber ein leeres Kostüm und da versuchen sie in uns ein Endoskelett zu bekommen. Ja, frag mich nicht, wie sie das hinbekommen. Und ich stelle es mir auch ziemlich unlustig vor, ein Endoskelett irgendwie irgendwo reingestopft zu bekommen. Das ist, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Hier gehe ich immer von aus. Ach, und bevor ich es vergesse, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ja. Und wenn ihr schon ein Abo da, wenn ihr schon ein Abo habt, dann könnt ihr immer noch einen Daumen hoch da lassen. Würde mich auch freuen. Ja. Ich habe mit 3 EM in der dritten. Und jetzt sollte es auch bei uns zu Hause 3 EM sein. Ist es bei uns aber nicht. Bei uns ist 18.08 Uhr. Und nein, das ist. Das wollte ich jetzt nicht. Weil ich als Reflex und weil ich YouTube gesehen habe. Dann wische ich immer automatisch runter. Immer wenn ich meine eigenen Videos hochlade, dann wird das oben auch immer angezeigt. Wische ich auch 10-mal runter, um zu sehen, ach, was jemand hat ein Video hochgeladen, und dann sehe ich, ach, warte, ich bin ein Video am Hochladen. Das ist auch immer lustig. Das passiert mir auch immer. Bei jedem Video passiert mir das. Nicht mal bei einer Aufnahme, wo es auch mal nicht passiert. Nein, ach gut, wir sind über 4 Mal, da haben wir nur 50%. Ach gut, das ist ja besser. Da haben wir wirklich sauber gespielt. Und zwar wirklich sauber. Genau, jetzt sollte halt bei Night 3 so Nacht 5 oder so stehen. Dann müsste es eigentlich passen. Dann müsste es passen. %35 bei der 5 AM, das ist. Aber glaube ich, hoho, das könnte tatsächlich noch knapp werden. Glaub mir. Oh nö. Obwohl, ausschließen will ich ja nix. Oh, wir sind schon. Ja, knapp bei 20 Minuten und bei Nacht 4. Also, ich bin mir glaube, kommt noch gut. Die vierte Nacht. Ab hier habe ich immer Probleme. Immer. Und zwar immer. Genau wie beim Runterwischen, wenn ich ein eigenes Video hochlade. Genau hier. Da brauche ich immer mehrere Versuche. Hey, wow, day 4. I think you can do it.
Yeah, the day before heavy and night for. Und diesen zum Beispiel, ja, war ja klar, dass wir beide weiter weg sind. Also beide noch nicht. Das kommt dann gleich. Gleich? Wenn ich jetzt hochwische, sind sie beide weg. Nee. Aber jetzt. Nee, immer noch nicht. Ach, sie hat aber lange dieses Mal. Aber wirklich lange. Oh, du bist hart. Oh, I'm afraid of him and I'm afraid of him. I'm not even sound. Ja, dann ist mein. Och, der schaut mich da an. Der ist schon mal ein kleiner. Ich sag's. HS, sag ich mal dazu. Also. Wenn man weiß, was es ist, dann. Yeah. Ach du Heilige. Das ist jetzt auch schon weg. Das wäre cool, wenn ich innerhalb einer halben Stunde in Nacht 5 komme. Dann habe ich trotzdem noch, weil ich habe gerade nur eine Stunde. Nur eine gute Stunde mache ich. Wenn ich. Dann habe ich trotzdem nur eine halbe Stunde Zeit. Ich wollte jetzt 5 Nacht sagen. Aber das ist mir, ja, die Golden Freddy. Ach, okay, jetzt auch wieder mal. Komm schon. Mit Golden Freddy hatte ich auch noch nie eine Begegnung, also. Ich habe halt auch nicht die Lust darauf. Also, Bock hätte ich jetzt nicht. Wir machen eine Custom-Net, da muss man 1987 muss man da eingeben und da kommt, da kriegt man einen Jumpscare von Golden Freddy. Was mit 1987? Das hat mit der Geschichte zu tun, da wurde mal jemand gebissen oder so. Ich glaube, der ist Jeremy. Jeremy wurde gebissen, den Five Nights at Freddy's 4. Wie der Sohn von Purple Guy ist der Mörder der Kinder von. Ja, das kannst du erklären, ja? Also in Five Nights. Oh, und in Five Nights at Freddy's. Die Hauptstory ist eigentlich. Die Hauptstory. Die Story von diesem Spiel ist folgender: Es ist ein Restaurant, Freddy's First Best Pizza oder am Anfang First Best Fright. Oder ist das die Horroranstalt, die in Nacht 3 dargestellt wird? Ich weiß nicht. Aber da war so ein erwachsener Mann. Ja, der hatte Spaß an Kindertöten. Dann hat er das halt gemacht. Und sein Sohn wurde vorher umgebracht von seinem großen Bruder. Ja, das ist Geschwisterliebe, sag ich mal. Geschwisterliebe auf höchstem Niveau, wenn man sein Kind in einen Animatronic drückt und der einen dann zerbeißt. Also, ich fände das jetzt nicht allgemein. Ich fände es allgemein nicht toll, wenn man das nicht mehr macht. Ach du meine Fresse, das ist jetzt. Das meine ich. Jetzt steht Freddy davor. Und da muss ich immer, wenn ich hier schaue. Muss ich schauen, ob der. Ja, der ist immer da. Ach, egal, komm. Oh, sexy. Deshalb, wir haben noch 35 Minuten haben wir Zeit. Um die fünfte Nacht zu schaffen. Thank you.
Ich weiß immer nicht, was der da meint. Wenn er so Pyjamasch oder so, hat er das gesagt. Dann glaube ich auch. Ach, die fünfte Nacht irgendwann mal zu schaffen. Habe ich einmal. Die sechste Nacht könnte dann in einem Bonuspart kommen. Könnte kommen. Aber, wie gesagt, ich warte nicht, sie drauf einen Bonuspart zu machen. Denn, egal. Na ja, klar. Das sind ja 18. Ja, klar. Obwohl, nee, eine ganze Stunde aufnehmen. Nee, jetzt. Ich mache jetzt schon eine Weile, aber. Ich glaube, für Nacht 5, da braucht man eine extrem gute Konzentration. Ich glaube. Na gut, es ist ja erst 18 Uhr, aber. Ja. Weiß ich noch, Golden hat. Das ist ein auf Zufall basiertes Spiel. Man muss eine extrem schnelle Reaktionszeit haben, sonst kommt man hier nicht durch. Meine Reaktionszeit, die ist halt ziemlich lahm. Ach, wie toll, und jetzt hängt mir auch noch vor dir am Hals. Und zwar um 3 AM schon, das ist ja, also ich meine, nicht so ungut. Okay, das war wirklich sehr viel für ungut. Ich mag Freddy wirklich nicht. Thank you.
Ach ja, na klar, sind sie jetzt beide da. Okay, zum Glück jetzt nicht mehr. Ach nee. Okay, das kann ich jetzt schon resetten eigentlich. Ich hab verkeckt. Ich hab verkackt. Ich hab verschissen. Oh, heilige. Nacht 5 ist wirklich eine dieser Nächte, wo ich denke, ja, die hätte wirklich... Da hätte sich... Das würde nicht sein müssen, ne? Nee, das kann ich auf gut Deutsch. Die Nacht. Kann ich so von hart vergessen. Weil die kurze Version. Freddy. Cool, ne? Boah, ich hab... Tut mir leid, ich wollte das nicht in einem Video machen, aber... Ich hab einfach voll keine Konzentration mehr. Und ich muss ja auch noch... bearbeiten und Thumbnail machen. Eine Stunde ist mir wirklich... wirklich viel zu lang. Ich habe vorgenommen, eine Stunde aufzunehmen. Aber das kann ich sagen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Irgendwann kommt ein... vielleicht mal so ein 12-Stunden-Stream oder so. Vielleicht mal als 1000-Abo-Special könnte ich das ja mal machen. Und wenn es mitten in der Schule in der Schulzeit ist, dann wäre das ja auch blöd. Muss ich dann am Wochenende dann machen, wenn ich genug Zeit habe. Oder in den Ferien. Wäre cool. Also nicht in diesen Ferien, das werde ich nicht schaffen. Aber... irgendwann in den Ferien oder so könnte ich wirklich mal so einen Stream machen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann... ja, das habe ich schon am Anfang oder weit am Anfang gesagt. Wenn ihr Bock drauf habt... oder wenn ihr noch kein Abo da habt, dann könnt ihr ein Abo da lassen. Und wenn ihr schon ein Abo da habt, dann einen Like. Müsst ihr nicht. Aber es hilft mir, weiterzukommen und Fortschritte zu machen auf YouTube. Also vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.